Ja, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Geil. So, machen wir weiter. Erstmal, interessant, ihr habt es auch schon festgestellt, dass hier immer wieder die Rede von dem Lamm ist. Vielleicht hat es doch ein bisschen mehr Connection zu Bioshock 2, als mir zumindest bisher bewusst war. Und, ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr mich macht, dass das für euch alle blind ist. Ich dachte damals, es hatte überhaupt keinen Sinn, Bioshock noch zu let's playen. Wieso, denn kennt doch jeder. Ich finde es so gut, dass zumindest der Großteil der Story für wirklich fast alle von euch blind ist. Das ist echt super. So macht das gleich doch viel mehr Spaß noch. Jetzt können wir das alle zusammen erleben. Moin, 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 moin. Okay. Ist ein bisschen ungeschickt. Ich meine, gut, dass wir dadurch jetzt die Pfütze hier selbst anzünden konnten, aber jetzt stand ich ja leider auch noch drin, ne? Ja, macht nix. Jeremiah Fick. Hot Dogs. Und Salz. Sehr gerne. Okay, ich muss mich gerade erstmal wieder hier dran gewöhnen. Es ist nämlich schon 2 Wochen her, tatsächlich, seit ich die ersten Parts aufgenommen habe. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Können die Menschen schon vertragen generell, aber führt ja auch zu nichts Besserem hier, ne? So. Okay, jetzt ist der Weg frei. Wo wollen wir eigentlich hin? In welche Richtung? Wir können sowieso nur in die eine. Okay. Ah, das ist so cool gemacht. Ist auch gar nicht gefährlich. Oh Gott. Batz. Ja. Ich bin gar nicht da. Keine Angst. Ach, das ist so niedlich. Ist da was, was ich... Was erwartest du von einem Anarchisten? Fitzroy hat sie abgelichtet wie Hunde. Die gehen auf den Hals. Hals! Hallo. Okay. Ja, das da oben sind natürlich noch keine Errungenschaften. Wenn ich irgendwie höher raufkäme, käme ich wohl ran. Sondern Errungenschaftsfortschritt. Das ist ein bisschen verwirrend, dass das immer schon angezeigt wird. Ich habe am Anfang immer gedacht, wir hätten schon Errungenschaften. Stimmt leider nicht, aber was soll's. Wir werden sie schon noch kriegen. Auch schön, dass es euch auch gefallen hat, dass ich mich am Anfang erstmal ein bisschen in Ruhe umgesehen habe. Und ich weiß nicht mehr, wer es war. Noch irgendjemand hat auch den Mr. Rossignol so sehr gefeiert. Das finde ich super. Ich hatte schon Angst, ich bin die Einzige wieder, die das lustig findet. Hat mich wirklich gefreut, ihr habt gar keine Ahnung. Okay, also wir müssen noch weiter. Erstmal hier hin, würde ich sagen. Aua, wer schießt und von wo? Schnauze da oben, ey. Ich bin hier gerade am Looten. Habe ich ihn gerade wirklich mit einem Schuss aus dem Handgelenk gekillt? Cool. Kann ich da dran? Jawollo. Oh, Booker hat super mächtige Springfähigkeiten. Booker hat Kängurufüße. Wisst ihr leider nicht, weil wenn ich runtergucke, sieht man das nicht, aber ihr merkt es ja daran, wie er springt. Also es muss so sein. Der wurde wohl wieder eingebrochen, aber die Häuser an sich sind ja so super schön. Wir machen schon echt viel Damage damit, das finde ich gut. Wir sind gerade ziemlich gut dabei fürs Kämpfen. Salz so voll! How did this happen? One does not simply have full sword. Wo lang müssen wir denn jetzt nochmal? Scheiße.
Ich will jetzt nicht in die falsche Richtung fahren, wenn ihr versteht. Zu der wollen wir doch. Monument Island. Oh, Feuerwerk. Ist bestimmt für uns. Kann ich hier rüber? Nein, kann ich nicht. Trete zurück! Trete zurück! Hehe. Okay. Kann ich die looten? Hallo? Nein, kann ich nicht. Interessiert doch gerade irgendwie keinen. Okay, wir sind jetzt hier bei Fink. Kommen wir hier rein? Hallo? Pass auf aufs Dach und diese Skyline nach Monument Island nehmen. Okay, ich verstehe nicht ganz. Okay. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Tut mir leid, dass ich die Leute getötet habe, ohne dass sie mich angegriffen haben, aber ihr könnt ja mal drauf wetten. Spätestens. Sobald wir hier drin was tun, hätten sie mich auf jeden Fall angegriffen. Vor allem, wenn Comstock hier noch schön am Labern ist. Der alte Irre. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Okay, ich lass die mal, um es zu testen. Wobei, wenn die mich jetzt nicht angreifen, habe ich ein schlechtes Gewissen für all die anderen. Oh Gott, okay. Okay, okay. Okay. Und so schnell geht hier wieder der Funk ab. Und ich bin immer noch, ich bin doch tatsächlich schon wieder verwirrt, mit welcher Taste ich immer schieße und mit welcher ich meine... Oh shit. Meine Salze benutze. Zu kommen. Es ist einfach so unsinnig, dass wir die... Das fand ich ja schon in den anderen, da habe ich mir die Steuerung immer umgestellt, dass wir in der rechten Hand die Pistole haben, aber mit links schießen. Das war schnell, Moment. Aber hier ist nichts, ne? Okay, Zeppelin fahren, cool. Gute Frau, ich will keinen Stress. Ja, bete weiter, aber lass mich hier mal mein Ding machen. Alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Himmel! Was hier raus? Okay. That escalated really quickly. Oh, fuck! Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Oh. Okay. Aue! Scheiße! Meine Güte.
Er stürzt ab. Und da hinten ist noch Feuerwerk und keiner kriegt was mit. Alle feiern einfach weiter. Puh, Zeppelin, ey. Eine Runde Zeppelin fahren. Es ist teilweise super dunkel, gell? Bei mir scheint auch gerade direkt die Sonne ins Gesicht. Ich sehe teilweise auch richtig schlecht. Sieht man den jetzt noch? Ich glaube nicht. Oh Mann, okay, ab nach Monument Island. Wir sind da. Hat ja nur ewig gedauert. Gesundheit habe ich voll. Nee, ich will irgendwie nicht die Hilfen haben. Die will ich nicht. Okay. Ab nach Monument Island. Errungenschaft freigeschaltet. Willkommen auf Monument Island. Da ist es. Monument Island. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Tja, gute Frage. Finden Sie das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Tja, ob wir so tatsächlich unsere Schuld loswerden, ist eine gute Frage. Tja, warum sperrt man sie hier ein? Ich würde mal sagen, zumindest mal, weil hier nichts los ist. Ist schön friedlich. Und still. The seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of men. Tja, ist sie denn, the seed of the prophet? Tja, hier war wohl jemand. Noch vor uns. Hm, Schoko. Schokri, ist ja wie hier bei Tomb Raider Angel of Darkness. Okay, an die Spinte kann ich nicht. Boah, sehr schick. Ich stehe total auf diese Zeit. Generell so die 20er bis 50er Jahre, das war so super. Die Frauen damals sahen auch echt immer so toll aus. Ich wäre ja viel zu faul, mich immer so schick zu machen. Und super Musik. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Tja, ist das wirklich so oder erzählt man das nur so? Tja, wer war hier vor uns? Wer hat so ein Chaos gemacht? Specimen Morphology, tja, age 17. Das ist ja schon eindrucksvoll gemacht mit den ganzen Warnschildern mit Totenköpfen drauf. 72 Stunden Quarantäne, wenn du hier drüber bist. Tja, was wird hier gefangen gehalten? Okay, Moment, das mache ich gleich. Ich gucke mich mal um. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, was das bedeutet. Okay. Wozu wir gut sind. Tja, was machen wir da wohl gerade? Ja, interessant, oder? Ich würde sagen, ihr Lieben, gucken wir doch mal, ob wir das etwas erreichen, das hier festgehalten wird. Ja, was hat's wohl mit diesem Mädel auf sich, wenn alle so viel Angst davor haben? Wir werden's rausfinden. Vielleicht schon morgen. Schaltet wieder ein. Bis dann.